Ja, Was geht? herzlich willkommen Heute. zu neuem Adventskalender, Folge Hallo. 21 mit Tommy. Tommy. und Hallo. Schimmern. Und das mit dir, Caro. Ole. Kohle, ja, heute Folge 21. Wie geht's euch, meine Weihnachtsfreunde? Einfach Weihnachtsfreunde. Wie geht's Juhu. euch? Wie geht's dir, Caro? Mir geht's super. Wie geht's dir, Tommy? Mir geht's auch super. Wie geht's dir, Shimon? Mir geht's super duper, Dankeschön. Feliz Navidad. Navidad, Feliz Feliz Navidad. Navidad. Und heute haben wir Dienstag. Und was habt ihr heute schon gemacht? Ich habe heute schon gestreamt, 2 Stunden lang. Jetzt gerade habe ich einen Döner gegessen, der hat richtig gut geschmeckt. War mir ein bisschen viel Ich scharf, will aber ansonsten hat es Döner. geschmeckt. Und ansonsten, ja, das war mein Tag. Ich habe heute gestreamt, hat Spaß gemacht. Heute Abend wieder nochmal ein Stream. Ich habe Bock. Und ja, wird geil, ne? Übermorgen kommt Caro. Caro, was sagst du dazu? Scheiße. Und übermorgen ist Weihnachten. PogChamp. Und Jo, ja. das geht so schnell, die Zeit. Das ist Ehrlich, ne? Die crazy. Zeit vergeht, Digga. Vorgestern war es noch 12, Digga. Jetzt schon 13, Ach Digga. komm, halt die Fresse, Bastard. Zeigst du es wieder deiner Freundin? Bitte, kannst du es deiner Freundin zeigen? Das hat die schon gesehen. Nein, das, der Das ist jetzt mir. oder welches? Ja, das jetzt. Okay. Schreib mir auf Insta. Netzi, hast du schon so gewisse Stellen angepackt bei deiner Freundin? Nee, Digga, nee, ich bin raus. Also nimmst du gerade wirklich auf Stimmen? Nein. Ja, ist auch besser so, Digga. Okay, soll ich nochmal neu anfangen? Okay, warte. Keine 3, Ahnung. 2, 3, 2, 1. Jo, Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Tagebuch mit Caro. und Tami. genau. Heute das Stream machen wir wieder ein gemeinsames Tagebuch, weil es ja letztes Mal so viel Spaß gemacht hat. Ne? Und wie geht's euch erstmal? Erzähl mal, wie es euch geht. Mir geht's gut. Ich habe heute eine Englischarbeit zurückgekriegt und da hatte ich eine 2, Oh, das ist weil cool. Caro mir geholfen hat. Ja, ich bin einfach die Beste in Englisch. Caro und Englisch, Caro Jungs, ist eine vertraut gute nicht. Lehrerin. Ja. Ich und Caro haben im ganzen Stream Englisch geredet und dann habe ich in der mündlichen Prüfung einfach eine 2 gehabt. Was musstet ihr machen in der mündlichen Prüfung? Du Erst Wichser! mussten wir. Was? Ja. Erst mussten wir in so. Also hatten wir so ein. Es wurde uns so ein random Thema vorgeschlagen, da mit einem Partner dann, den wir uns aussuchen konnten. Und dann Ja. mussten wir uns darauf halt so 5 Minuten konnten wir uns darauf vorbereiten. Lass Wir uns dann mussten dann reden. mindestens. Genau, und dann mussten wir 3 Minuten und dann, also 3 Minuten reden. Also einen Dialog halt halten. Und dann hatten wir noch einen Monolog, wo wir dann, zum Beispiel, wir hatten 3 Themen vorgegeben. Das war einmal School Exchange Ins nach Ausland? London. Achso, ja. Nach London. Einmal, was die guten Argumente ist, dass ich nach New York oder zu den Grand Canyons fahre. Oder was war das Ja, andere, ob okay. ich Und warum hast du Indiana jetzt eine 2 Jones mag und bekommen? nicht. Ich habe in Bayern, also das wird dann zusammengefasst. So. Warum hast du eine 2 bekommen? Was hast du falsch gemacht? Ja, halt so. Also Inhalt hatte ich 10 von 10 Punkten, aber halt so Aussprache und so, da habe Kannst du ich nicht alles halt aussprechen? mehr getan. Doch, aber halt jetzt nicht perfekt oder gut. Also kannst du noch nicht alles Reden aussprechen? Englisch? Doch, ich kann das aus relativ gut aussprechen, aber jetzt nicht so perfekt, dass es wirklich perfekt ist. Weißt du? Ich bin ein Ami. Übrigens, ich habe heute ein Geschenk bekommen von dem lieben Film Fresh Production. Grüße ihn raus, ist auch mein Partner aber auf meinem Twitch, da seht ihr ihn auch. Ihr könnt auch gerne eine gute Bewertung abgeben auf YouTube, auf Google. Er gibt einfach Fresh Filmproduktion ein. Hier, da habe ich so einen Pullover bekommen von ihm. Also ein Hoodie, sehr, sehr cool. Der habe ich riesen dankbar. Also nochmal ein dickes Dank geht an ihn raus. Habe ich for free bekommen einfach. Einfach weil er mich mag. Ist echt krank, Digga. Ich freue mich so sehr. Und ein Kuss geht auf jeden Fall an ihn raus. Und ja, ne? Ansonsten, ja, bald ist Weihnachten, Digga. Schon hyped. Wird sehr, sehr cool. Ich streame gerade daily, immer mittags. Also mittags, früh ist gefühlt. Es macht sehr, sehr. Stream macht echt gerade viel Spaß. Ja. Also es gibt eine. Oh mein Gott, was habe ich. Oh mein Gott, was?
Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen traurig macht. Ich war vorher erst mal im Friseur. Hab ich ja, glaube ich, schon erzählt. Und, Digga, ich sehe komplett kacke aus, Digga. Meine Frisur sieht komplett scheußlich aus. Und jetzt kommt noch Caro vorbei, Digga. Ich sehe so schlimm aus. Es ist so schlimm, wirklich. Nein. Doch, ich sehe wirklich so schlimm aus. Es fuckt mich selber so ab. Also, ja. Ich habe eine Frage, so, weil du hast jetzt ja schon Ferien gekriegt. Gehst du in Deutschland auf die Schule oder in Polen? Ja, in Deutschland. Ich ging immer auf Deutschland. Also, ich war im Kindergarten in Polen, war ich ein Jahr lang. Und dann bin ich nochmal in Deutschland in den Kindergarten gegangen. Und dann also habe ich in der ersten Klasse komplett Deutsch gelernt. Also halt ganz Brandenburg? Ja, ganz Brandenburg hat früher frei, ja. Als ob. Ja. Ja, viele Bundesländer, also Berlin hat es nicht, das weiß ich. Aber viele Bundesländer hatten schon früher frei gehabt, das weiß ich. Sachsen-Anhalt hat sogar früher frei und länger Ferien. Also beides. What the fuck? Ja. Aber das ist auch das Digga, einzige Bundesland. Wir schreiben einfach morgen noch eine Arbeit, will der Typ uns eigentlich komplett hopsen. Ah, das ist echt kacke. Hey, macht ihr morgen nicht so irgendwie Film gucken oder so? Nein, wir haben ja Donnerstag jetzt Ferien. Achso, hä, nein, safe? Doch. An ja, Weihnachten. Donnerstag haben wir. Nein, wir haben Freitag ist Weihnachten. Nee, achso, stimmt, das stimmt. Ja, okay, stimmt. Nein, Donnerstag haben wir noch bis in. Also haben wir noch 4 Stunden. Die letzten Stunden sind dann halt so Lehrer, wo die ganze Klasse halt irgendwer, keine Ahnung, was wir machen da. Und, also da haben wir halt kein Unterricht. Und ja, dann haben wir halt noch bin ich bis 13 Uhr noch weg. Aber ja. Caro, in welchem Bundesland lebst du nochmal? Rheinland-Pfalz. Boah, ich will wissen, wer der Nick war, Digga. Der war gar nicht so kacke, der hat mir so Rotzkiss gegeben. Okay, wait, who are you? Oh mein Gott, ich bin der beste Spieler der Welt. Der Soup durch und ich gewinne. Und ich bin der beste Spieler der Welt. GG. Worldplayed. Geht raus. Morten Royal, der echte. Morten Royal, der echte. Ich will wissen. Annick. Komm, Annick dich doch. Annick, komm. Annick dich doch. Komm, ich will wissen, wer der ist. Okay, Annick dich nicht. Okay, dann gucken wir Replay. Wir gucken nach. Wie Jungs, das glaubt ihr? Das ist was zu, sag ich. Flexi. Flexi muss echt Flexi gewesen sein. Ah, obwohl. Und? Shimon, und GG. Schade. XDDD, das war Zoomex. Oh Gott. Das war Zoomex einfach. Hey, who are you? GG geht raus. So, erzähl mal noch irgendwas. Wo waren wir gerade? Was macht ihr in Silvester? Nix Besonderes. Caro feiert da mit Freunden durch, oder? Ja, ich gehe mit Freunden auf eine Kegelbahn. Hey, voll geil. Wir waren früher mal auf einem Kindergeburtstag kegeln, Junge. Haben wir das ist eine Stunde gemacht, dann hatte keiner mehr Bock von uns. Ja, so war es bei uns auch, aber bei uns war es auch mal so. Wir waren in der Schule mal kegeln, haben wir eine Stunde das gemacht, Digga, und dann hat keiner Bock mehr richtig gehabt, Digga. Ja, und dann wollten wollten wir irgendwo Fußball spielen gehen oder so. Nee, wir haben immer nur so, bei uns gab es so Süßigkeiten, die haben wir immer gefressen, Digga, für 3,50. Bitch, where are you? Ja, keine Ahnung, ich gehe an Silvester, glaube ich, mit. Wir haben, das ist wirklich, also das ist voll nice, wir haben so eine, ich wohne ja so ein bisschen mehr auf dem Land und wir haben so eine, nicht so eine Gartenhütte bei, also jetzt nicht bei jemandem zu Hause, sondern so an einem See, wo halt früher so ein Sandsteinwerk war, weißt du, so ein Sandsteinwerk, cool, wo so ja. Backsteine und ja. Da ist halt auch ein Büro davon und daneben waren, ist eine Gartenhütte und die haben wir jetzt voll cool ausgebaut mit Tresen und so, wo wir dann immer feiern gehen. Also es ist echt nice. Oh mein Gott, der Soup, Digga. Ich bin so schlecht in Minecraft, Digga. Oh mein Gott, Mann. Ich hab nicht gedacht, dass das Soup. Ich hasse es. Und übrigens, ich habe heute on-stream. Ja klar, ich habe heute on-stream übrigens so Challenges gemacht, Digga, und ich wurde voll abgezogen. Es tut mir an alle leid, die da was verloren haben. Ich habe voll viele Viewer bekommen. Habt ihr das gemerkt, Digga, auf einmal, wo ich das gemacht habe, dass ich viele Viewer bekommen habe? Weil die ganzen Hans mir dann da waren, Digga, und dann mich handeln wollten. Ja, wirklich. Das ist wirklich so. Ja.
Aber ja. Nee, wird toll. Ich bin hyped. Ich freue mich. Ich freue mich. Was habt ihr Vorsätze fürs nächste Jahr so? Führerschein nee, machen. Kann ich nicht. Führerschein machen, Sport anfangen. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich Vorsätze habe. In meinem Leben. Ja. Hast du Vorsätze, Tami? Ja, also eigentlich jetzt nicht richtig den Vorsatz, nur ich will ja wahrscheinlich, also zwar nächstes, also nicht nächstes Jahr, sondern danach das Jahr, will ich einen Führerschein machen, also 125er. Oha. Und dafür muss ich noch Geld sparen und deswegen muss ich jetzt noch bei einem Café bei uns in der Nähe, muss ich jetzt noch. Biet doch Sportkurse an. So, muss ich doch. Also da muss ich halt noch so, muss ich noch helfen, also muss ich gucken, ob ich da arbeiten kann. Eigentlich geht das. Und dafür, ich brauche halt noch Geld für nächstes Jahr, dann, dass ich mir einen Führerschein und Motorrad bezahlen kann. Ne, cool. Sowas ist echt nice. Das ist echt nice, wenn man sowas macht. Nee, freut mich auf jeden Fall. Könnt mal gerne reinschauen, ob ihr Vorsätze habt. Oh mein Gott, war der smooth! Oh mein Gott, war der smooth, Digga. Oh mein Gott, war der scheiße smooth. Er hat gar kein Land in Sicht gehabt, Digga. Ah, ja, ein bisschen runterschwimmen, wa? Da ich ja auch so auf dem Außenbereich lohnt sich das auch immer mit dem Motorrad. Dann habe ich keinen Bock drauf zu warten, bis ich. Mann. Ja, gut, ey, das war's auch für heute, würde ich sagen. Sah ganz okay aus. Ich streame heute nochmal. Wenn ihr das Video seht, streame ich vielleicht gerade. Deswegen guckt gerne rein. Mit Caro wahrscheinlich wieder zusammen und mit Tami Fischi. Und wir gehen jetzt weiter Ginny und Georgia gucken. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald. Bald ist Weihnachten, Jungs. Seid gehypt. Ich habe auch schon eine Liste. Ich kann euch kurz noch eine Liste zeigen. Die zeige ich euch gerne noch. Pole. Ich habe Pole, grüße ihn raus. Der hat eine Liste gemacht mit jedem, der aktiv ist. Ich habe jetzt eine Liste mehr oder weniger. Ich werde das nochmal selber angucken auf jeden Fall. Aber da geht auf jeden Fall ein dickes Danke an Pole raus, der das alles schon rausgesucht hat. Hier könnt ihr die Liste sehen. Da wurden alle Kommentare reingeschrieben. Vielleicht findet ihr euch ja selber. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ihr habt das letzte Wort, Homies. Tschüss. Tschüss. Caro.